Die Brucker Volkspartei hat im Jänner wie bisher alljährlich die Neujahrsklausur abgehalten, wo inhaltlich wichtige Schwerpunkte für Bruck festgelegt, die wiederum in der heutigen Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Ja, wir haben uns heuer wieder traditionell zu unserer Neujahrsklausur getroffen als Brucker Volkspartei und haben eben da wichtige Themen fixiert, denen wir uns besonders widmen wollen. Und das wäre eben der Bildungsbereich, die Kinderbetreuung, die Finanzen, aber auch die Innenstadtbelebung. Und aufgrund der aktuellen Ereignisse hat eben diese Innenstadtbelebung jetzt besondere Bedeutung und der haben wir uns heute bei unserer Pressekonferenz gewidmet. Die Rede ist von einem Innenstadtgipfel. Was heißt das konkret? Das heißt, wir haben einen Innenstadtgipfel gefordert. Nach der letzten Bekanntwerden, der letzten Schließung, dass es wichtig ist, dass sich die Stadtpolitik gemeinsam mit allen Unternehmerinnen und Unternehmern an einen Tisch setzt. Und bei der Fraktionsführerbesprechung wurde da von allen Fraktionen und auch von der Frau Bürgermeister das positiv aufgenommen. Und jetzt bleibt es nur noch, das schnellstmöglich auch umzusetzen. Ein Innenstadtgipfel mit allen Brucker Unternehmerinnen und Unternehmern, mit der Stadtpolitik, natürlich mit dem Erich Weber vom Standortmanagement, Vertretern der Wirtschaftskammer wären noch gut dabei und natürlich auch Vertreter, die die Verwaltung in der Stadt betreffen. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Gratis-Parkstunde in der Tiefgarage. Sie befindet sich ja im Zentrum der Innenstadt. Dank unserer konsequenten Forderung, dass die Gratisparkstunde erhalten bleiben muss, ist sie bis dato noch immer erhalten. Nur die fatalen Ankündigungen, dass sie eben gestrichen wird, haben eine ganz schlechte Image in die Stadt gebracht in der ganzen Region. Und wir fordern weiter konsequent, dass die Gratisparkstunde dauerhaft erhalten bleibt. Und deswegen ist es auch kontraproduktiv, wenn die Frau Bürgermeister meint, die 280.000 Euro aus dem Budget dafür zu streichen. Es ist die wichtigste Wirtschaftsförderung, die wir für unsere Unternehmer haben, ist die Gratis-Parkstunde zu erhalten. Zurzeit ist die Brucker Innenstadt von Betriebsschließungen betroffen. Da muss man absolut was unternehmen, weil schließen die Geschäfte, dann stirbt die Stadt. Und diesen Geschäfte schließen müssen wir uns als Stadt Bruck mit aller Kraft entgegensetzen. Da haben wir in der Vergangenheit zu wenig Engagement von der Stadtregierung gesehen, das wir aber immer eingefordert haben. Und deswegen haben wir ganz konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, wie die Attraktivierung der Parkzeiten. Wir wollen samstags gratis parken, wie die Attraktivierung des Pendlertickets. Das muss unbedingt günstiger werden, aber auch wieder die volle Ausbezahlung der Investitionsförderung für neue ankommende Unternehmen, weil Unternehmer müssen sich in Bruck an der Mur wohlfühlen, man muss ihnen das Gefühl geben, ihr müsst zu uns kommen, wir wollen euch hier haben. Die sichern die Arbeitsplätze, die schaffen Wohlstand in der Region und letztlich beleben sie auch mit ihrer Tätigkeit die ganze Innenstadt und das brauchen wir in Bruck. Es war auch herauszuhören, dass man vergeblich seitens der Wirtschaft Ansprechpartner in der Brucker Verwaltung findet. Es muss allgemein wieder gesprochen werden, weil beim Reden kommen bekanntlich die Leute zusammen. Und das ist in den letzten Jahren leider ein bisschen aus den Fugen geraten. Wir müssen die Wirtschaftstreibenden wieder mit denen zusammenbringen, die die Entscheidungsträger in der Stadt sind. Deswegen haben wir einen Innenstadtgipfel gefordert, der jetzt auch kommen wird. Und da müssen wir die nötige Gesprächsbasis schaffen, um gemeinsam mit der Wirtschaft über all diese Maßnahmen zu diskutieren und zu schauen, was können wir tun, um den Wirtschaftsstandort Bruck an der Mur endlich wieder attraktiv zu machen, dass man in der Zeitung ausrichtet, die Handelsstadt ist Geschichte, davon heute gar nichts, da wird nichts besser werden. Ja, unser Vorschlag wäre, mit einem Einkaufssamstag in Bruck an der Mur, bei dem man gratis parken kann, ein Alleinstellungsmerkmal in der ganzen Region damit zu erreichen. Und deswegen ist unser Vorschlag, gratis parken am Samstag und damit wir natürlich schauen, dass die Kunden nicht nach Kapfenberg, Leoben oder St. Lorenzen fahren, sondern bei uns am Samstag in unsere schöne Stadt zum Einkauf kommen. Eine Idee, die sich sofort herumsprechen würde und der Brucker Innenstadt bestimmt zugutekommt.